So, und damit hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Jawohl, es geht mit Brotherhood. Und bevor wir mit diesem Spiel anfangen, möchte ich noch ein paar lustige Sachen bekannt geben. Und zwar habe ich einen neuen Designer, sage ich jetzt mal, gefunden, der ein bisschen für mich arbeitet, ne, in Anführungsstrichelchen. Und er hat mir eine neue gezaubert, solange man das Hintergrund nennen kann. Ist ja eigentlich mehr so ein kleines Bildchen. Aber okay, guckt es euch mal an und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Prototyp V2 ist auch schon mit in Arbeit. Uiuiuiui. Also guckt euch das mal an und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ein zweites, wie gesagt, Designer am Werk, ne? Ein neues Thumbnail für Assassin's Creed Brotherhood ist auch am Werk. Ich hoffe, es gefällt euch. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Sehr nett nochmal. Der besagte Designer heißt TechSoxLP oder TechSox.de, je nachdem. Werde ich mal verlinken in der Beschreibung. Vielleicht macht er ja auch was für euch, weiß ich ja nicht. Hat mal Let's Plays gemacht, aber seitdem sein Computer am Arsch ist, kann er nicht mehr viel machen. So, dann noch eine ganz andere kleine lustige Sache, die ein investigativer, leck mich am Arschiger Journalist oder was auch immer das ist, herausgefunden hat. Und zwar so ein kleiner Witzbold mir auf die Pinnwand von meinem Kanal geschrieben. Cool zu sehen, dass du deine Abonnenten dir kaufst. Ich meine, gut, im Vergleich zu meinen Abonnenten, die Aufrufzahl ist zwar etwas, keine Ahnung, wie die zustande kommt, aber bis jetzt hatte ich es leider doch noch nicht in Betracht gezogen, mehr Abonnenten zu kaufen, weil wer das gucken will, der guckt das. Und ich meine, was bringt mir 30.000 Millionen Abonnenten, wenn keiner guckt, ne? Es ist ja auch ein bisschen schwachsinnig. Oh, hier ist eine Truhe. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Dich geht heute noch dieses Jahr. Heute ist noch der 30.12., also es ist noch nicht Neujahr. An dich geht der Vollidiotenpreis. Des Jahres 2013. Obwohl ihn wahrscheinlich auch andere verdient hätten, aber ich find's einfach blöd, behindert, was auch immer von ihnen. Geht auf so einem random Kanäle. Schön, dass du dir deine Abonnenten kaufst. Ich meine ganz im Ernst, wenn ich mir Abonnenten kaufen würde, würde ich dann seit einem halben Jahr oder sowas bei 170 oder 160 Abonnenten herumhängen? Ich glaube ja nicht, da hätte ich glaube ich schon 3000. So, ist ja auch scheißegal, wir sind jetzt hier genusslos in der Gegend herumgerannt. Ich würde mal sagen, wir machen dann doch tatsächlich hier mal einen Auftrag, aber vielleicht lieber mit einem Pferd. Guck mal, du hast doch da so ein schönes Pferd, gib doch mal her. Ja, oder ruf halt deins, das ist mir Lotte. Dankeschön, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ja, außer eben, du hast dich weggeglitscht, das gilt nicht. Das ist das erweckte Gottes Zorn sehr. Ja, auf jeden Fall sehr toll. Sehr tolle Sachen passieren noch gegen Ende des Jahres. Das ist wunderschön. Ja, fick mich. Schau mal, hier dürfen wir gar nicht hin. Oder doch. Ach nee, sind ja nur Gegner. Stimmt ja, hier Gegner. Ich denke mal, wir gehen mal zum Wolfskopf, weil wir da hin müssen. Wenn nicht, dann hau mich doch. Pyramide Chester, stand das da. Dieses riesige Grabmal wurde zwischen 18 und 12 vor und unserer Zeit für Caius Cestius errichtet, der sowohl Mitglied des Magistrats als auch der Se Septemviri Epulonum war. Ach so, gut zu wissen. Letzteres war ein Priesterkollegium in Rom. Ach so. Das für die Veranstaltung religiöser Feste für die Götter und die Ausschmückung anderer Feiern zuständig war. Beim Bau der Aurelianischen Mauer zwischen 271 und 275 wurde die Pyramide als dreieckige Bastion Teil der Wallanlage, um die explodierenden Baukosten einzudämmen. Du wirst bemerken, dass die Seiten der Pyramiden viel steiler abfallen als die ihrer ägyptischen Vorbilder. Man schiebt dies auf falsche Skizzen der ägyptischen Pyramiden, die beim Bau als Referenz benutzt wurden. Achso, okay. Ja, man sollte natürlich ein bisschen genauer arbeiten, aber interessiert mich ja nicht. Sieht trotzdem schön aus, oder? Und man kann es kaufen. Steig doch mal ab. Was hast du mir jetzt etwa was geklaut? Sag mal, willst du mich verarschen? Diebstahl ist Sünde, bereue. Hallo? Sollen wir aber nicht hier wetten, mein Fräulein? Ja gut, so haben wir eigentlich auch nicht gewettet. Rennen wir dem lieben Herrn doch mal hinterher. Ich habe schon das Rennen verlernt. Ja, das solltest du machen, hast du recht. Du solltest nicht etwa den Typen rammen, ey, nein, du solltest die komische Tante Anna da vom Pferd stoßen. Das ist doch logisch. Ram, Bitch! Ich
Ich glaube zwar nicht, dass der mir wirklich irgendwas geklaut hat, aber hey, wir haben es geklaut. Porta Asinara, siehst du, kriegen wir gleich nochmal zu lesen. Das Porta Asinaria wurde als Teil der Aurelianischen Mauer errichtet. Seine einzigartigen Türme und Wachräume heben es von anderen Toren ab. Im Jahr 536 führte General Belisarius seine Truppen durch dieses Tor, um Rom von den Ostgoten zurückzuerobern. Der Ruhm war aber nur für kurze Dauer, denn nur 10 Jahre später öffneten Verräter das Tor, um Totilia und seinen Goten einen zweiten Überfall auf die Stadt zu ermöglichen. Belisarius hätte daran denken sollen, zweimal abzuschießen. Ja, in der Tat, und am besten den anderen Schlüssel an einen geheimen Ort. Eigenes Geld beschafft und das des Räubers. Echt, der hat mir doch was geklaut. Okay, böse Menschen sind hier unterwegs. Können wir das hier kaufen? Ist wahrscheinlich scheiße teuer. Dieses Gebäude, achso, okay, müssen wir erstmal den Turm. Ja, ist ja okay. Ich dachte mir schon, wie das Spiel funktioniert. Ich spiele es nicht zum ersten Mal und außerdem habe ich schon den einen oder anderen Turm in Brand gelegt. So, dann gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ist ja wieder hoppala, wahrscheinlich der Unterschlupf dieser komischen Wolfsanbeter-Typen, Menschen, Viecher, irgendwas. Mir juckt mein Auge, das finde ich gerade sehr schön. Danke, Auge, dass du mich so aktiv daran hinderst. Ein Schluck trinken. Oh, Hallöchen. Na, wie war der Tag? Ach, da fällt mir gerade noch was Lustiges ein, ne? Vor etwas längerem. Wölfe unter den Toten, den Bau der Anhänger finden, volle Synchronisation innerhalb von 8 Minuten, fick dich. Vor etwas längerer Zeit war auch noch so ein lustiger Typ, der meinte, weil ich unter den Videos von DJN wohl immer einen auf dicke Hose mache, und so weiter, mich dann blöd anmachen zu müssen, hat er mir gesagt, dass ich einen Stimmverzerrer benutze und man das total hört. Nein, das ist meine Stimme. Das tut mir natürlich voll leid und so, aber es ist leider meine Stimme. Und das war auch kein Stimmverzerrer. Nein, ich kann einfach nur, recht hohe Töne anschlagen. Ich weiß nicht, ob das jeder kann, aber hey, cool. Nun, jetzt kann ich auch voll tief reden und alles, ne? Also Menschen können tatsächlich ihre Stimme verstellen. Und wenn ich jetzt irgendwann mal tiefer gesprochen habe oder höher, dann habe ich sie wohl nicht mit einem Stimmverzerrer verzerrt, weil das wäre mir erstens viel zu blöd und zweitens viel zu umständlich. Wobei umständlich wäre es ja eigentlich gar nicht, weil dank meines super tollen G35 Headsets von Logitech ist ja Morphox mit installiert. Also könnte ich es theoretisch nutzen. Mache ich aber nicht, weil es mir zu blöd ist. Wozu? Ich finde meine Stimme zwar selber scheiße, aber trotzdem brauche ich keinen Stimmverzerrer. Danke trotzdem. So, das sollte es jetzt auch erstmal gewesen sein, glaube ich. Fällt mir gerade niemand anders ein. Halt, ja, ist mir scheißegal, ob ich das innerhalb von 8 Minuten schaffen soll. Wenn hier eine Truhe ist, die geplündert werden möchte, dann wird sie geplündert. Herrgott nochmal. Herrgott Sakramente. Ja, ja, verletze ich doch. Wenn ich jetzt bedenke, wie sehr ich hier rumschreie, hätte ich das doch gar nicht mich verschlucken brauchen. Ja. Lalalala. War Mozart. Ja, das war toll. Das war Klozart. Jetzt juckt mir schon wieder das Auge. Sag mal, du willst mich doch ficken. Wenn ich bedenke, dass ich hier doch so rumschreie, hätte ich ja gar nicht die Mikrofon-Dingenskirchens auf 60% und in-game auf 40% eben brauchen. Was mache ich hier? Fragezeichen, Y-Zeichen. Kannst du dich umdrehen? Nö, natürlich nicht. Ja, was ich hier mache, weiß keiner, aber hier geht's offenbar raus. Oder hoch oder rein oder irgendwo hin. Ist auf jeden Fall schön hier. Und hier sollte ich wohl auch hin, ich weiß es nicht, aber. Ach, guck mal. Das versteckte Romulus-Anhänger aufspüren. Ja, das hatte ich mir fast schon gedacht, dass ich das machen muss. Ich hasse diese Kamerafahrten. Dass du nicht selber gucken kannst, wo es hin muss. Nein, du musst da hingucken. Und wenn es dir im ersten Moment nicht sofort ersichtlich wird, dann ist das für dich total unlogisch und du willst Sachen machen. Aber du darfst nicht. So, Bordjabana, warum hat der da hängt? Aber er ist jetzt nicht mehr da. Ah, halt dich fest. Danke. Ja, das genau das solltest du nicht machen. Gut. Ja, ach so, hier hinten. Halt dich fest. Dankeschön. Geht ziemlich da herunter, ne? Ja, aber theoretisch könnte man auch wieder hochklettern, aber theoretisch noch. Ich habe jetzt auch wieder mal ein neues Projekt gestartet, wobei das ist eigentlich nur so ein kleines Mini-Projekt, was heißt Mini-Projekt? Aber so ein kleines Projekt, mal so aus Langeweile. Rust!
Ja, ich habe alle meine verfickten Steam-Karten eingetauscht und die von einem Kumpel. Ich glaube, er hatte 200 Karten gegengesteuert und ich hatte noch 90 oder so, weiß ich nicht. Und da lief eben keiner. Und ja, ich habe halt alle verkauft, um mir was zu kaufen. Und weswegen? Warum, ist klar, weil das Spiel geil aussieht und mich überzeugt hat von den Videos, die ich gesehen habe. Nein, und was ist natürlich, wenn ich spielen will? Nö, irgendwelche französischen Kackkinder, die wahrscheinlich noch einen kleineren Pimmel haben als die Leute im Spiel. Ja, die laufen da nackt herum, wenn man den Nudity-Filter nicht einschaltet, wobei der ist ja standardmäßig eingeschaltet, von daher. Ja, die haben wahrscheinlich noch einen kleineren Pimmel als die Typen im Spiel. Deswegen meinen sie, guck mal, wir DDoSen mal die Server oder greifen hier an oder schlachten sie ab, was auch immer. Nur weil es uns nicht gefällt, dass wir für einen Server zahlen müssen. Willst du mich verarschen? Naja, egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier angekommen. Das ist ein Thema Frost und jetzt ist Assassin's Creed drin. Jawohl. Ich hoffe, ich schreie euch jetzt nicht gerade die Ohren raus. Wenn doch, dann tut es mir leid. Hübsche Kamerafahrt. Willst du da runterspringen? Achso. Lass fallen. Komm, lass fallen. Ja, er hat's getan. Bitch, ich bin hier. Das versteckt der Romulus-Anhänger auffüllen. Ja, hätte ich ja nicht gedacht. Oh nein, was müssen wir nur machen? Müssen wir etwa da runter? Oh nein. Warte mal, ist hier eine Kiste? Nö, gut. Dann geht's. Genau so wollte ich das machen. Ja, hier, komm, weißt du. Coole Menschen machen das so. Ganz im Ernst. Ja, mach nicht das, was ich will. Das wäre schlimm. Das wäre Sünde. Ja. It is a sin to lie. Lalalala. Da und da. Dankeschön. Dankeschön für Ihr Vertrauen. Vielen Dank. Genau. Wer hat da eigentlich die Kerzen hingebracht? Würde ich mich mal so spontan fragen. Okay. Hallo, ihr lieben Toten. Seid ihr schon öfters tot? Seid ihr schon länger tot? Seid ihr öfters hier? Oh Gott. Ja, meine Anmachsprüche sind zu gut. Ich glaube, die Leichen sind gestorben, als ich sie angemacht habe. Oh Gott. Ich hätte überleben können, aber er hat mich angemacht. Oh nein. Das sieht richtig aus. Ihr Dings ist auf jeden Fall. Ja, ein Bordjavanna. Das ist schön. Das ist aber jetzt nicht meine primäre... Sag mal, hallo. Kamera, willst du mich verarschen? Ach, schau mal. Ich windiger... Ja, du kannst natürlich nicht da hoch. Warum frage ich überhaupt? Das ist ja logisch. Das ist ja... Ja, komm. Du, also, so ein bisschen Eigeninitiative... Ja, genau. So ein bisschen Eigeninitiative solltest du dann doch schon mitbringen. Erzieher, aber wahrscheinlich soll ich hier noch gar nicht hin. Ach doch, ich darf hier hoch. Ach so. So ein kleines Sprüngerchen hier hoch ist zu viel, aber da kann ich meinen Tod lernen. Warum nicht eigentlich? Hüpf und Bums und... Immer weiter geht's hier. Erkunden wir dieses Revier. Da ist eine Truhe, die möchte ich haben. Denn ich bin ein geldgeiler YouTuber. Ja, ich kaufe mir Abonnenten. Ja, bestimmt. Plupp. Oh, Seide und 423 Flori. Floriri, ne? Was geht momentan eigentlich so ab? Weiß ich nicht. Ich habe vorhin Nachrichten gehört. Ne? Nachrichten, Alter, so. Wer hört schon Nachrichten? Ich bitte dich. Und der liebe Herr Michael Schumacher hatte wohl einen Unfall auf der Skipiste. Mein herzliches Beileid, aber ganz im Ernst. Daraus jetzt ein Trarare zu machen, ich meine, es passieren wahrscheinlich täglich Unfälle und kein Schwein berichtet drüber, aber jemand Besonderes. Also, ich wollte ihm sagen, wo kommen die Geräusche her? Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Dass du noch sprechen kannst, wundert mich jetzt hier. Ja, die suchen wohl nicht den Kult, die Leute, die den... Wo bist du, ein gewitztes Kerlchen? Jetzt werde ich wahrscheinlich niemals hochkommen. Das versteckte Anhänger Romulus aufspüren. Ja, das ist schon seit 5 Stunden mein Ziel. Ich schätze mal, ich muss hier hoch, weil... ne, das sah so unauffällig aus. So, wohin führst du mich jetzt? Oh, Spiel. Natürlich nicht dahin, sondern hierhin. Und blub und peng und fix mich tot. Danke, Kamerafahrt, dass du eigentlich schon wieder total abgefuckt bist.
Und hüpf, fein gemacht, Ezio. Weiter geht's. Immer an der Wand lang. Immer an der Wand lang. Weiter weiß ich auch nicht. Ich kenne nur diese eine Zeile. Immer an der Wand lang. Sollte ich vielleicht doch mal gucken, wie es weitergeht. Oh Gott, diese Kamera. Ich meine, das ist zwar ganz nett gemeint und alles, aber das ist doch so behindert. Hier glitzert es irgendwo. Wir gar nicht wissen, wo. Ja, ich weiß. Gott, hat mich dieses Drecksgeräusch eben erschrocken, ne? Aber es ist mir eigentlich sowas von scheißegal. Danke. Ob ich das jetzt innerhalb von 5 Minuten schaffe oder 10 Stunden, ich meine, Hauptsache ich hab's geschafft und... Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja, ach, guck mal. Ich bin jetzt so behindert, hab's selber nicht gemerkt. Och, das ist aber schade. So, nimm mal ein paar Diamanten mit, die ganze... Ja, natürlich kannst du doch nicht mehr. Nö, ist impossible. Mission impossible. Muss ich jetzt den magischen Sprung machen oder was? Ne, hier geht's weiter. Kickt mal einen an. Ist ohne Scheiße. Und hojojo! Fein gemacht, Ezio! Und weiter geht das. Wahrscheinlich treffe ich jetzt gleich auf diese lustigen Spießgesellen. Die einfach mal so ein paar Diamanten abstinksen, das ist nicht nett. Wo geht's hier lang? Gibt's hier noch? Nö, da geht's bestimmt irgendwo hin. Hallo. Hat jemand Kekse? Ich mag Kekse. Habt ihr Kekse? Schönes Labyrinth, aber ich denke mal, man kommt sowieso falsch heraus. Mein Gott, ich habe mich tatsächlich verlaufen. Oh mein Gott. Ach, habe ich doch nicht. Schade. Wäre so lustig gewesen. Hallo, ich suche den, den Romulus-Kult anführt. Lass mich raten, ich muss hoch... klettern. Bist du witzig? Ja. Höre uns, oh Romulus! Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Frühstück. Hört nicht hin. Die Borgia sprechen durch ihn. Also. Kein Gott. Ist wahrscheinlich. Ja, dann sag ich jetzt, dann sagt der Assassin, ihr müsst sterben. Sonst noch jemand? Heute nicht? Gut, dann gehe ich halt mal weiter hoch. Was Romulus sagt oder Romulus nicht sagt, das ist mir eigentlich so ziemlich schnuppe. Denn ich mache das, was ich sage. Und wenn ich sage, ihr müsst sterben, dann müsst ihr leider sterben. Und tschüss. Was für eine Verschwendung von Menschenleben, aber andererseits... I don't give a fuck. Warum renne ich eigentlich lang? Ich muss doch hier rauf. Na, mein Süßer, fall nicht runter. Hunde sind nicht wie Katzen, die können nicht einfach so auf ihre vier Pfoten landen. Nein, das können nur Katzen. Ach nö, komm nicht weit, komm mal. Oh, wie weit ich schon gekommen bin, ohne euch umzulenken. Mama mia. Ich dachte, die Viecher können nur Knochen. Ach, guck mal, abgehängt. Muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. Da folgen die mich immer noch. Ja, nur spring nochmal ab. Achso. Er entkommt uns. Ach, komm, schade. Einer der anderen Tunnel führt uns zu ihm. Das ist aber nett. Und wo führe ich mich jetzt hier lang? Ach, hier. Ach, guck mal. Der hat eine heilige Kiste, die heilig ist. So weiß man die anderen Kisten. Weil nachher passiert etwas Unheiliges und alles ist weg. Ein Kladderring? Was ist das denn? Ein Ring. Nicht gedacht, ne? Schön Geld einsammeln und irgendwelche random Gegenstände. Dessen Bedeutung ich nicht kenne. Aber ich später brauche, um Sachen herzustellen. Ja, so viel weiß ich tatsächlich. Ich weiß was. Hey, Halleluja. Hallo Siegelbrief. Hallo Flip. Schriftrolle von Romulus. Lesen. Schriftrolle 2 von Romulus. Ich bin auf die Knie gesunken, mein Atem stockt, als ich versuche, das Schauspiel vor mir zu begreifen. Es ist dieselbe Höhle, die mich in meinen Träumen verfolgte. Ich habe zahllose Nächte damit verbracht, sie im Schlaf zu erkunden. Ich war dazu bestimmt, sie zu finden.
Ich habe beschlossen, dass wir uns hier versammeln werden. Hier werden wir den Sturz unserer Feinde planen, unseres Freundes, unseres Diktator Perbuteo. Wir sind 40, allesamt Senatoren, allesamt Liberatore. Xasius hat mir die Planung übertragen, obwohl ich noch keine Idee habe. Das ist schlecht. Man sollte zuerst etwas planen und dann Ideen haben. Diese Schlüssel öffnen den Geheimschatz, kann man da irgendwo Roblox. Ich weiß nicht, wo sie ist. Swag YOLO Hipster. Ja, Totengräber 2.0, Wölfe unter sich. Oh, das ist doch schön. Die wichtigen Erfolge. Oh, Gott sei Dank sind es keine Steam-Achievements, ne? Urlink, wie heißt das? Eine EU-Play. Ja, stimmt, ja. Ach, echt, eine Wache mit roter Anzeige ist misstrauisch. Nein, echt. Mysteriös. Darüber sollte Galileo Mystery mal berichten. Ja, da sind wir wieder. Hallo, ich bin Ezio. Ich komme aus den Tiefen der Kanalisation. Ich mache den Deckel schön dazu und keiner hat mich gesehen. Aventino, das lesen wir uns noch durch, dann mache ich einen Cut. Rebecca, ja, hier gibt's Sachen, das ist immer interessant. Ich möchte gerne ganz kurz nochmal wissen, wie man denn hier nochmal per Maus, ja, das war schön. Gut, dann werden wir halt nicht rausfinden, was das war, ist mir auch scheißegal. Wir sehen uns im nächsten Part von Assassin's Creed Brotherhood of Aida. Bis dahin, tschüss.